Moin und herzlich willkommen zurück zum Grundsorgen-Vlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute passiert was Spannendes und zwar etwas, was ich schon seit Jahren mal ausprobieren wollte. Und zwar schwaden wir mit einem Bandschwader. Für die Laien unter euch, wir schwaden auf den Flächen das Gras auf eine Spur zusammen, dass wir es aufnehmen können. Und normalerweise macht man das mit einem Sternschwader. Es gibt jetzt aber auch eine Technik, die nennt sich Bandschwader. Die soll verhindern, dass man ja nicht so viel Erde mit in die Schwaden hineinbekommt, also weniger Sand im Futter hat. Und wir sind hier auf sandigen Flächen. Das ist bei uns durchaus auch ja nicht so ganz einfach, dass wir ja so sauber wie möglich das Futter nach Hause bekommen. Da haben wir durchaus mal auch schon Probleme in Jahren gehabt. Und ich möchte einfach mal ausprobieren, wie das mit dieser Technik halt funktioniert, um einfach genau an dem Punkt ja weniger Erde im Futter zu haben und natürlich damit Kühe wieder füttern zu können, die noch saubereres Futter zum Fressen bekommen. Denn ja, ist auch ganz einfach, umso sauberer das Futter für die Kuh, umso besser ist es. Ja, hinter mir sieht man, da ist es schon fertig. Ich nehme euch jetzt aber mit, da wo wir noch voll in Action sind. Und deswegen gibt es jetzt mal ein paar Aufnahmen vom Bandschwader. Der Schwader, den ihr jetzt sehen könnt, ist von der Firma Kuhn und heißt Mergemax 950. Der Schwader lässt schon auch eine sehr hohe Geschwindigkeit zu. Das wäre jetzt eine Slow-Motion-Aufnahme. Allerdings fährt der Trecker momentan ca. 17 km/h. Und das ist schon eine sehr ordentliche Geschwindigkeit für den Schwader. Ist man eigentlich nicht gewohnt, dass die Geräte so schnell fahren. Ja, warum machen wir das mit dem Bandschwader? Das hatte ich ja eingangs schon mal erzählt, dass wir weniger Sand im Futter haben möchten. Das ist ein Vorteil. Ein weiterer ist, dass das Futter nicht über den Boden geschlurrt wird mit so einem Vier-Stern-Schwader, wie wir das normalerweise machen, sondern direkt aufgenommen wird und mit einem Förderband dann zur Seite transportiert wird. Das bewirkt auch, dass wir erheblich weniger Bröckelverluste haben. Somit diese beiden Punkte waren ausschlaggebend. Und wenn man sich dieses Feld jetzt anschaut, auf dem sich die Maschine momentan befindet, da sehen wir einige Maulwurfshaufen auch. Das sind diese kleinen schwarzen Stellen dort im Hintergrund. Ja, also wir haben einfach auch einen Standort, wo wir durchaus auch Probleme haben mit Sand im Futter. Das sieht man halt auch an dieser Fläche und ja, ich finde, es staubt sehr, sehr wenig. Somit bin ich richtig gespannt, was nachher die Futterproben sagen, ob wir tatsächlich auch weniger Sand im Futter haben, als wir es die letzten Jahre hatten. So, kleiner Perspektivwechsel. Ich sitze hier mit Sascha, jetzt auf der Kiste. Der brettert hier mit 17 Sachen übers Feld. Das ist schon mal ein bisschen ungewohnt beim Schwaden. Aber es scheint tatsächlich gut zu funktionieren. Ja, wir haben jetzt eine Seitenanlage, eine Breite von 7,50 Meter. Und wenn wir das dann mal zwei nehmen, sind wir bei 15 Meter. Und wir sollen einen Schwad hineinhämmern. Hier ist ja normal was drauf, ist jetzt nicht besonders viel. Aber für den Ölschwad reicht das an. Ja, der Sascha ist hier mit der Kiste ungefähr schon eine Woche unterwegs, ist das richtig? Ja, eine Woche. Eine Woche. Ja, wie sagt ihr die Karre hier zu? Flächenabhängig. Bei schönen großen Flächen, wo die Grasnarbe stabil ist, ist das schönes Arbeiten. Aber sobald es weicher wird, oder auch zum Beispiel im Höhenroggen, wird es dann doch schon schwieriger. Hat der Hersteller irgendwelche Informationen zugegeben, wie viel weniger Futtermann und Sand im Futtermann im Vergleich haben sollte? Es gibt eine prozentuale Angabe von Kuhn. Weiß ich ehrlich gesagt jetzt aber auch nicht, was braucht. Ja. Die Sache ist die, dass man hat deutlich weniger Futterverschmutzung. Nur ganz vermeiden kann man sie auch nicht. Das ist halt den Unebenheiten in den Flächen geschuldet. Ja, gerade bei Ackergrasflächen, wenn jetzt durch die Drehmaschine Spuren drin sind oder vom vorherigen Arbeitsmaschinen des Güllefahren Spuren reingezogen wurden, dann kommt da trotzdem immer noch wieder ein bisschen Dreck mit rein.
aufgrund der Tatsache, dass die Pickup dann ja trotzdem im Boden am Rühren ist. So, ich bin ein bisschen außer Atem, bin ein bisschen hinterhergerannt, um noch ein paar Aufnahmen zu machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir gefällt das auf jeden Fall mit dem Bandschwader ganz gut. Und ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir das ausprobiert haben. Ich bin mal gespannt, was die Futterproben für Sandwerte ergeben. Das wird auf jeden Fall nochmal ein ganz interessantes Ergebnis. Wenn wir da wirklich Verbesserungen erzielen, dann muss man wirklich drüber nachdenken, das öfter zu machen. Und ja, wenn nicht, dann können wir auch wieder so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Aber auf jeden Fall gut, das mal ausprobiert zu haben. Ihr merkt, ich bin aus Atem. Ich brauche eine Pause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sag bis bald.